Hallo und herzlich willkommen zum Newsflash, heute mit einigen interessanten Veranstaltungstipps und Ankündigungen. Zuerst eine Meldung aus der Hochschulpolitik. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten sind seit Mitte Mai alle Posten des Allgemeinen Studierendenausschusses, kurz AStA, besetzt. Der AStA bildet im Rahmen der studentischen Selbstverwaltung die Regierung und wird vom Studierendenparlament gewählt. Nach den Wahlen im Januar hatten ADF, Juso-Hochschulgruppe und Grüne Hochschulgruppe eine Art große Koalition gebildet. Laut dem Göttinger Tageblatt ereignete sich am Sonntagmittag des 19. Mai in der Maurerstraße in Göttingen ein Zwischenfall, bei dem ein 26-jähriger Student schwer verletzt wurde. Es seien zwei Männer aus der linken Szene mit einem Baseballschläger auf einen Nürnberger Studenten und seinen 36-jährigen Begleiter losgegangen. Dabei habe das Opfer schwere Kopfverletzungen erlitten. Laut Zeugenaussage flüchteten die Täter anschließend in ein Wohnobjekt in der linken Szene in der Roten Straße. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Die Verdächtigen sollen schwarz gekleidet, vermummt und zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß sein. Es wird eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt. Hinweise bitte an die eingeblendete Nummer. In einem Verbindungshaus in der Dahlmannstraße kam es in der Nacht zum Donnerstag, den 16. Mai, zu einem tödlichen Unfall. Laut Bericht des Göttinger Tageblatts stürzte bei einer privaten Feier ein 23-jähriger Erasmus-Student aus Spanien mit einem 21-jährigen Kölner von einer Treppe. Der spanische Student überlebte den Unfall nicht, er erlag seinen Kopfverletzungen. Vom Fremdschulden wird laut der Polizei derzeit nicht ausgegangen. Das aus Studiengebühren finanzierte Lern- und Studiengebäude, kurz LSG, wird nach Angaben studentischer Senatsmitglieder um 3 Millionen Euro teurer. Bereits im Oktober letzten Jahres stand fest, dass weder die ursprünglich veranschlagten 8 Millionen noch die später geplanten 9 Millionen Euro genügen würden. Inzwischen wird mit 11 Millionen Euro gerechnet. Auch die Fertigstellung verzögert sich immer weiter. Unipräsidentin Beisiegel äußerte gegenüber dem Göttinger Tageblatt, dass ein regulärer Betrieb des LSG erst im nächsten Wintersemester geplant werde. Der AStA lädt unter dem Motto Selbstbestimmtes Leben und Lernen zur Sommer Open Uni ein. Teilnehmer können ein vielfältiges Veranstaltungsangebot mitgestalten oder besuchen. Es reicht von Vorträgen über Workshops bis zu Sportaktivitäten im Freien. Die Sommer Open Uni findet am Wochenende des 22. und 23. Juni im und um das Verfügungsgebäude statt. Das traditionelle Sportfestival Dies Academicus konnte wegen des schlechten Wetters nicht wie geplant Ende Mai stattfinden. Das Sportfest wird aber am Mittwoch, den 19. Juni, nachgeholt. Der Dies Academicus findet wie immer auf dem Unisportgelände am Sprangerweg statt. Das war's von uns. Wir wünschen euch eine schöne Woche, viel Sonne und einen tollen Start in die Klausurenphase. Bis bald. Und wie fandst du es? Ganz gut. Gut, dann lassen wir es so.